Hallo und willkommen zu einem Nachtrag zu dem Panzertest-Video. Und zwar ist jetzt eben aktuell ein Kommentar gekommen, wo jetzt jemand schon verwirrt ist. Also da schreibt jemand bei dem ganzen Wirrwarr an Kommentaren hier, würde ich jetzt vorschlagen, es selber zu testen. Dann soll jeder mal die Doktrinen machen und die Panzer aussetzen, wie ich das auch im Test gemacht habe. Tatsächlich dieses Wirrwarr an Kommentaren, weswegen jetzt die Leute anfangen zu zweifeln, ob die Tests so funktionieren, kommt hauptsächlich durch zwei Leute, die sich halt die Mühe gemacht haben, jetzt auch Tests aufzubauen. Unglücklicherweise haben die was völlig anderes getestet als ich und kommen deswegen auch zu anderen Ergebnissen. Das ist ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Also sie haben sich Mühe gegeben, ich finde das auch sehr gut, aber wenn ich zum Beispiel jetzt Panzer gegen Panzerzerstörer teste und die auf einmal ein Infanterieteil verdoppeln, dann ist das natürlich ein ganz anderer Test, ne? Und wenn man dann natürlich noch sagt, ich habe zwei andere Ergebnisse und das liegt vielleicht auch daran, dass, was hat er hier geschrieben, dass er die Doktrinen falsch, genau, habe leider vergessen, die Doktrinen rauszunehmen, ja? Also das heißt, da war noch ein Test, der nicht ganz sauber war. Und wenn man halt diese Sachen, andere Einheiten testet, Doktrinen vergisst rauszunehmen und dann zu anderen Ergebnissen auch noch kommt, dann kommt man natürlich, also das, ne, ist ein anderes Test-Environment. Da muss man sich nicht wundern, dass man auf anderen Ergebnissen kommt. Und das verwirrt aber jetzt andere Leute wiederum. Und da bin ich jetzt einfach mal hingegangen und habe jetzt mal die Tests aufgehoben, die jetzt die beiden gemacht haben, weil die haben offensichtlich die gleichen Tests gemacht. Also ich das richtig lese zumindest hier. Und in den Kommentaren, ich sage jetzt keine Namen, ihr könnt ja selbst nachlesen. Wenn die wollen, können die ihre Kommentare löschen, wenn die das nicht möchten, dann mehr. Also es ist öffentlich, die haben es ja reingeschrieben. Und zwei Leute scheinen dasselbe zu schreiben. Und zwar haben die beide, wenn ich das richtig verstehe, sind die hingegangen und haben 12 schwere Panzer genommen und 8 mechanisierte. Und beide sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen in ihrem Test, dass die Panzerzerstörer verlieren. Und es wird noch gesagt, dass Panzerzerstörer grundsätzlich nicht mit Infanterie kommen oder Panzer nicht mit Infanterie kommen, sondern eben mit Mechanisierte kommen. Und was hat er dann noch geschrieben gehabt, der eine dazu? Moment. Genau, das eine Argument ist, alle machen die Templates mit mechanisiert und deswegen ist das wahrscheinlich richtig, so verstehe ich das zumindest. Das hat zu einer Kontroverse geführt. Okay, also das Argument, nur was alle so machen, ist das richtig? Es klappt natürlich nicht, ne? Aber in jedem Fall, was er sagen wollte, er hat es nochmal korrigiert, sehe ich, ist dann die Sache, die meisten spielen das halt anders und deswegen ist mein Test nicht repräsentativ, so verstehe ich das jetzt hier. Okay, so, aber wie gesagt, deswegen gehe ich jetzt auch hin und nehme halt den Test auf, den die gemacht haben. Ich persönlich finde, dass das Template. Ich muss das ja jetzt diplomatisch formulieren. Ich finde, dass das nicht so dolle unbedingt ist. Ich sehe die Vorteile, ich würde es aber so nicht bauen. Worum sprechen wir denn hier? Also ich habe das jetzt so gebaut, wie die das vorgeschlagen haben. Das ist das Template, wovon die beide gesprochen haben, wie die es gebaut haben. Das heißt, statt vier Infanteristen haben die 8 Mechanisierte reingepackt. Ja? Das heißt, die haben den Infanterieanteil verdoppelt und dafür die Panzer reduziert. Und in Summe, also die Infanterie verdoppeln, der wäre ich dafür gewesen. Das mit mechanisiert zu machen, der wäre ich dagegen gewesen, ich persönlich. Aber auf jeden Fall die Panzer zu reduzieren, war richtig, weil der Breakthrough-Wert ist in dem Falle halt runtergegangen und dafür hat man relevante Werte erhöht, zum Beispiel Lebenspunkte, damit man eben weniger Schäden davon trägt. Wenn man das jetzt mechanisiert allerdings aufstockt, das Ganze, weil man eben damit besonders gut gegen Panzerzerstörer ist, das ist natürlich nicht der Fall, weil Panzerzerstörer besonders gut eben Hardness in hohen wegmachen, ne? Und die sind auch sehr teuer. Plus, wenn ihr so ein Template baut, und ich will nicht ausschließen, dass die meisten Leute das so bauen, ja? Aber wenn ihr so ein Template baut, was ihr dann eben bekommt, ist ein Template, was erst ab 1940 funktioniert. Dann müsst ihr die Frage beantworten, wie spielt ihr denn vor 1940? Ne? Das Infanterie-Template hat halt immer eine Gültigkeit, wenn das erst ab 1940 eine Gültigkeit hat. Noch nicht mal für alle Nationen, weil das vielleicht nicht jeder baut. Ne? Aber man muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das machen will. Ich würde es argumentieren, dass die Russen wahrscheinlich nicht auf mechanisiert gehen würden. Ja? Ich würde argumentieren, dass vor 1940 das kaum bis gar keiner einer macht. Naja, aber wir machen das jetzt einfach so, weil wie das wohl das zu Verwirrung geführt hat. Das heißt, die haben also jetzt den Infanterieanteil verdoppelt und haben dann wohl angeblich, ne, also das war mein Infanterieanteil, 4 Brigaden und der da ist jetzt 8, ne? Und haben einen anderen Textstand genommen und sind dann beide auf andere Ergebnisse gekommen und zwar auf Ergebnis, dass der Panzerzerstörer schlechter ist. So, ich habe das jetzt hier aufgebaut, wir können das gerne machen. Ich will nochmal betonen, dass das ein ganz anderes Szenario ist, ja? Und die Ergebnisunterschiede wahrscheinlich auch auf den Doktrinunterschied zurückzuführen sein könnten. Aber wir testen das jetzt einfach so. Also die stehen jetzt hier vorne, das sind diese Panzerdivisionen, ja, hier seht ihr die nochmal. Ja, diese mit der mechanisierten jetzt hier drin. Und auf der anderen Seite zeige ich euch den Polen gerade. Oh, ich habe das Video wieder angemacht. Moment, ja, läuft noch. Okay. Ja, flaut manchmal so. Genau, und auf der anderen Seite haben wir hier diese Division. Also, die Stand, ich habe die nicht abgeändert. Die sind so wie vorher mit der Infanterie, die keiner angeblich baut. Ja? Also, es baut auch keiner Panzerzerstörer, von da baut das vielleicht auch wirklich keiner so, jeder wie er möchte. Also, ich habe die jetzt nicht abgeändert da drauf. Und die sagen halt, wenn man den Test jetzt so durchführen würde, dann würden die halt immer wieder, dann würden die halt ein schlechtes Ergebnis haben. Also, die Panzerzerstörer wären dann eben nicht gut. So, jetzt haben wir das gerade.
Ich will an der Stelle nochmal gerade betonen, wenn der Gegner den Infanterieanteil verdoppelt in seinen Panzerdivisionen, dass ich die Panzerzerstörer dann natürlich auch minimal anders bauen würde. Aber ich lasse den jetzt so, weil die das so getestet haben und ich es nicht gut finde, jetzt noch ein drittes Szenario da rein zu tun, wenn wir dasselbe testen und vergleichen wollen. Also so geht das nicht aus meiner Sicht. Und da mache ich jetzt da mit. Aber wenn der Gegner den Infanterieanteil verdoppelt, dann lasse ich natürlich meinen Anti-Tank-Anteil nicht gleich, ne? Aber ich ignoriere den Teil jetzt einfach mal. So, ich lasse die jetzt hier angreifen. Ich mache das jetzt mit Force Attack, damit wir halt größere Zahlen bekommen. Je länger die kämpfen, desto stabiler sind die Zahlen, die Ergebnisse, ja? Ich könnte es auch ohne Force Attack machen, dann kriegen wir aber kleinere Zahlen, dann sind die Schwankungen größer. Die Force Attack-Diskussion hatten wir im letzten Video, die will ich nicht wieder aufkauen. Also Force Attack könnt ihr anmachen, gerade bei Panzerdivisionen, gerade wenn der Angreifer nur drei Panzerdivisionen hat, könnt ihr unendlich oft Force Attack anmachen. Ja? Also nicht, dass ich immer sage, dass das einen Unterschied macht. Ihr nehmt auch mehr Verluste, aber der Verteidiger nimmt auch mehr Verluste. Ja? Ich will das aber stark betonen. Ihr könnt das auch ohne machen, aber dann sind die Schwankungen sehr, 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 sehr viel größer. Ja? Ich kann das gerne gleich zweitens machen, aber dann habt ihr die Schwankungen da drin. Aber wie gesagt, der Verteidiger hat dieselben Verluste. Also ich will das aber stark betonen. Das ist nur, damit wir eben stabilere Ergebnisse bekommen. Jetzt lassen wir die Hämmer, die Jungs. Ich kann euch gleich nochmal den Wert sagen, aber das ist ungefähr dasselbe wie beim letzten Mal. Da könnte ich wahrscheinlich noch drei Divisionen, vier, drei oder vier draufpacken. Also die kosten, die Verteidiger kosten jetzt weniger, ne? Ich kann auch gerne mal reingucken, ob ich etwas Falsches sage. Heavies, die kosten 6.000 und die Angreifer waren 16.800. Das heißt, wenn ich das mal 5 mache, dann bin ich. Oh, ich habe den Taschenrechner nicht hier. Oh, jetzt wird es schlimm. Was ist das dann? Das ist auf der einen Seite 80.000 und auf der anderen Seite. Ne, sind ja gar nicht, sind 3. 30.000. 51.000 gegen 30.000, ne? Genau. Also die haben fast doppelt so viel gekostet, die jetzt einen Kampf hart verloren haben gegen diese 5, ja? Obwohl ich das so aufgebaut habe, wie die gesagt haben. Und die sagten halt beide, dass die Ergebnisse anders sind. So, das ist das Ergebnis. Was haben die denn verloren? Wir haben 132 Panzerzerstörer verloren und der Gegner hat 355 hier verloren. Ist immer noch ein 1 zu 3 Verhältnis. Nur ist jetzt eben noch die unglaublich sündhaft teure Mechanisierte draufgekommen, die ein Vermögen kostet. Das heißt, die Verluste sind nicht, wie die jetzt gesagt haben, in ihren Tests runtergegangen, sondern sie sind sogar noch hochgegangen, industriell betrachtet. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die jetzt getestet haben. Ich habe jetzt das aufgebaut, wie die es in den Kommentaren geschrieben haben. Aber der eine meinte ja schon, der hat das mit der Doktrin nicht ganz sauber gemacht. Vielleicht hat das einen riesen Einfluss gehabt, aber ich sehe halt nicht, wie, ehrlich gesagt, dass das so einen gigantischen Einfluss hat. Aber das ist mein Test mit Videobeweis, den jeder nachvollziehen kann. Ich habe das genauso gemacht, wie das da per Anleitung quasi war. Und das Ergebnis ist genauso, wie das Ergebnis halt im Prinzip vorher war. Der Panzerzerstörer ist gut gegen den Panzer. In dem Falle sogar noch, weil es mechanisiert, nicht Infanterie war, sind die Verluste sogar noch höher gegangen. Die haben halt den Hardness-Faktor für den Hard-Attack des Gegners nochmal erhöht. Also es war halt ein Eigentor bei dem Bau. So, jetzt mache ich das aber gerne nochmal, weil ich weiß, dass das sonst wieder kommen wird. Mache ich das jetzt gerne auch ohne Force Attack. Ich will trotzdem sagen, dass der Verteidiger denselben Prozentsatz wie der Angreifer verliert. Aber wir machen das gerne nochmal ohne. Aber das sind halt dann natürlich riesengroße Schwankungen, wenn man das jetzt macht, ne? Oh, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen da stehen. Genau, das sind die Jungs. Okay. Warte mal, einbuddeln lassen. Ich kann die auch aufladen, ja. Also es ist ohne einbuddeln und ohne Aufladen mit beiden Seiten gewesen. Also ich kann die jetzt auch gerne mit. Wir machen es erstmal so, weil die auch nicht eingebuddelt war. Wir verzichten aufs Einbuddeln und aufs Aufladen, ja. Weil das sind ja auch in diese 30% auf beiden. So, kurz fertig machen. Wie gesagt, die Schwankungen sind natürlich dann jetzt hier entsprechend höher. Wir können uns auch mit Battleplan aufladen machen und mit einbuddeln. Die haben ja nicht geschrieben, was sie gemacht haben. Und das ist schwer zu vergleichen dann. So, bei dem Ergebnis, was jetzt hier passiert, wir haben 20 Panzerzerstörer verloren und 300 Panzer vernichtet. Ja, das sind diese Schwankungen, von denen ich gesprochen habe. Also das Ergebnis ist jetzt also, das ist jetzt durch die Decke gegangen. Das kommt aber hauptsächlich dadurch, dass am Schluss der letzte Panzer 40 gegen 80 Gefechtsbreite gekämpft hat. Ne? Das, was ich ja gesagt habe, mit seiner Mikron. So, ich mache das jetzt nochmal. Der Extremfaktor mit maximalen Mikro für die Deutschen. Ich lade ihn jetzt auf den Battleplan und sobald die einen 40er nur noch 40 Gefechtsbreite haben, mache ich die aus. Ja? Also ich micro das jetzt die Katze raus aus dem Zeugs. Und aber ich sehe halt nicht, dass die Zahlen da gravierend sich ändern. Das sehe ich halt wirklich nicht.
Wie gesagt, ich weiß das sehr zu schätzen, wenn Leute Tests machen, aber ich würde dafür plädieren, die so sauber wie möglich zu machen. Bitte das testen, was ich auch teste und nicht irgendwas einfach selbst was zu testen. Könnt ihr ja gerne machen, das wäre eine andere Testreihe, aber wenn ihr es unter meine Runde schreibt, verwirrt das unglücklicherweise andere Leute, die sich jetzt wundern, ob Panzerzerstörer wirklich funktionieren. Ne? Und das halt dann nicht zielführend, wenn wir der Community helfen wollen. So, genau. Jetzt lasse ich das kurz aufladen, den Krempel. Wuhuhu, KI war an. Nein! Okay, Sekunde. Okay. Ich sage ja, die Standardoption KI aus wäre viel besser. Und wenn man die haben will, macht man sie selber an. Okay. Einfach nur okay. Und wie gesagt, es wäre am besten, wenn die Leute, wenn die Tests machen, das einfach kurz zeigen, wie sie es gemacht haben, wie ich das hier auch in dem Video mache. Weil da kann man halt sehen, wo der Unterschied halt war, was die anders gemacht haben. Es gibt halt doch so einige Sachen, die man da anders machen kann. Jetzt ausgemacht? Ja. Nicht paniken, nicht paniken. Okay, ist am Laden. Aber wie gesagt, gerade wenn er die Doktrin halt irgendwie drin gelassen hat in irgendeiner Form, das kann natürlich schon einen Unterschied machen, ne? Dass er jetzt so gigantisch wäre, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und der andere hatte die gleichen Ergebnisse wohl. Und der hat nicht gesagt, dass er das mit den Doktrinen wohl auch nicht ganz so genau genommen hat. Keine Ahnung, was da los war. Oder ein langsamer, dass ich ja schneller stoppen kann. Also sobald halt jetzt hier die in Unterzahl kämpfen, mache ich aus. Also 80 gegen 120, da würde ich ausmachen. Da habe ich jetzt keinen Last Stand und nichts an. Das ist gleich da oben vorbei mit dem. Ich müsste tatsächlich beim Verteidiger aber auch ausmachen, wenn das fair sein sollte. Ne? Also eigentlich müsste ich jetzt ausmachen, weil der Verteidiger ja auch unter den Bedingungen nicht weiterkämpft, wenn es fair sein soll. So. Jetziges Ergebnis. 50 Heavy Tanks gegen 32 Tank Destroyer. Ja? Das ist halt immer noch ein schlechtes Ergebnis für den Angreifer. Und ich denke, dass es nur so gut ist, weil ich ja nicht direkt Ende gemacht habe, als sie in Unterzahl gekämpft haben. Also auch hier verliert der Angreifer immer noch mehr. Also mit aufgeladenem Battleplan, mit allem. Also egal, wie ich es drehen wende, egal in welcher Kombination, der verliert, verliert, verliert und verliert. Ja? So, ihr könnt nochmal den Preis der Mechanisierten reingucken. Ich finde die halt so nicht so gut, dass ich den Preis nicht auswendig weiß. Die kostet 8, ja. Das heißt also, drei davon kosten so viel wie ein Panzer ungefähr. Ja? Ganz grob gesprochen. Wie haben wir jetzt gehabt, wie viele Verluste? 41. Ja, also nochmal 5 Panzer drauf ungefähr. Ja? Ganz, ganz grob gesprochen. Dann ist das so ein 1 zu 2 Verhältnis ungefähr. Ja, also müsst ihr halt jeder für sich selber entscheiden, was ich jetzt machen will. Aber also für mich spricht dieser Test eine ganz deutliche Sprache wieder. Und ich habe halt das jetzt eingegeben, was in den Kommentaren geschrieben wurde, wie die Divisionen aufbauen wollen. Und die sagen halt, dann haben die das Ergebnis eindeutig, dass die Panzerzerstörer schlechter sind. Das zeigt sich in meinem Test auf meinem Monitor nicht. Ja? Und ihr könnt das bei mir halt angucken. Ich kann euch das gerne alles noch zeigen. Also das halt, ne, das 40er Gerät, die Doktrin habe ich halt, wie gesagt, sauber. Der eine für die Panzer das hier, der andere hat das da gehabt, der Pole. Dann habe ich nicht irgendwas freigeschaltet und dann gedacht, das hat keinen Einfluss. Ich glaube auch nicht, dass es so einen großen hat, aber offensichtlich ist das der eine große Unterschied und da hat es vielleicht wirklich einen gigantischen Einfluss. Aber das ist halt der große Unterschied. Und da vom Micro mit ausmachen, also mit frühzeitig ausmachen, wenn die in Unterzahl sind, mit Battleplan, ohne Battleplan, mit Einbuddeln, ohne Einbuddeln, Einser-Offizier. Ich weiß an der Stelle halt nicht mehr, was ich testen soll. Wenn zwei Leute sagen, sie haben ein anderes Ergebnis als ich, ist das schon sehr eigenartig. Aber ihr habt seht bei mir zumindest, wie ich es gemacht habe. Und dann muss man halt sagen, okay, dann müssen die jetzt mal ihr zeigen, wie sie es vorführen, damit man eine Idee bekommt, warum die Ergebnisse unterschiedlich sind. Ne? Aber so wie meine Ergebnisse hier laufen in diesen Tests, würde ich ganz klar die Panzerzerstörer immer noch sehr hart forcieren.